Die Schnellsten und Schlauesten im Ersten sind heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere vier Mutigen heute. Alle der Meinung, die Elite schlagen zu können. Warum, fragen wir sie direkt selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Thomas Metke. Die Torjägerkanone habe ich mir schon geholt. Und heute hole ich mir den Jäger. Hallo Jäger, ich heiße Katja Kamper. Ich arbeite beim Arbeitsamt. Und wenn ich mit dir fertig bin, kannst du eine Umschulung beantragen. Mein Name ist Alexander Achatz. Und wie mein Namensvetter Alexander der Große werde ich das Studio beherrschen. Hallo Jäger, mein Name ist Elke Olmert-Plück und ich spiele leidenschaftlich gern Doppelkopf. Und heute bekommst du mein Kontra. Elke mit Alexander, Katja und Thomas, schön, dass ihr da seid. Das ist meine Mannschaft hier heute und ich freue mich, dass ihr gleich, ihr wisst, wie die Regeln sind, nacheinander zu mir kommt. Dann machen wir eine Schnellraterunde. Ihr sammelt viel Geld für die Teamkasse ein, um dann jeweils ins 1:1-Duell zu gehen, zu dürfen oder zu müssen. Das werden wir sehen. Wer gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss nach Hause. Und beginnen wird Thomas heute. Thomas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Bei Gefragt Gejagt. Klär mich auf. Torjägerkanone, bist du Fußballer? Ja, oder? Ich spiele bei den alten Herren immer noch Fußball, aktiv. Wo spielst du? Ja, im Mittelfeld. Verteile die Bälle ein bisschen, mache auch viele Tore. Nach hinten ein bisschen schlechter, ein bisschen weniger. Mhm. Aber ab und zu holen wir auch mal ein paar Punkte. Und wo ist wo? Also, wo HSV kommst du her? Medizin heißt der Verein, Magdeburg. Eine Spielgemeinschaft mit der Fortuna. Mhm. Und naja, da sind wir nicht wirklich erfolgreich, aber es macht Spaß. Guten Kapitän habt ihr euch ausgewählt, glaube ich. Du wirkst ganz entspannt oder bist du aufgeregt jetzt? Ja, ein bisschen Aufregung gehört dazu. Ein bisschen ist okay, ne? Aber sonst ist okay. Du weißt, wie es funktioniert? Ja. Für 60 Minuten hätte ich fast gesagt. Oh, Minuten, sehr, schön, sehr, ja. Davon 60 Sekunden lang und dann gibst du mir viele richtige, okay? Okay. Toi, 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 Zeit startet jetzt. In welchem Stadion fand das Finale der UEFA Euro 2020 statt? In London. Wembley Stadion. Welches alkoholfreie Getränk ist das beliebteste der Deutschen? Wasser. Der deutsche Teil der Region Lausitz liegt in den Bundesländern Brandenburg und? Sachsen. Wer widmete dem britischen Exzentriker Quentin Crisp den Song Englishman in New York? Sting. An wie vielen Stellen kann man das Wort Suppenkasper trennen? An zwei. Drei. Wie wird der Schleimpilz Physarum polycephalum nach einem Filmmonster der 50er Jahre genannt? Weiter. Blob. Bei welchem beliebten Kartenspiel spielt einer allein gegen zwei? Skat. Ja, in welcher Sportart gab es bei den Olympischen Spielen 2021 eine Slalom-Disziplin? Im Riesens. Weiter. Kanu. Was gilt in der Astrologie als der Planet des Wachstums und des Optimismus? Weiter. Jupiter. Nach einem Mitglied welcher Band ist der Flughafen von Liverpool benannt? Beatles. Ja, um wie viel Uhr endet im DDR-Fernsehen ab 1960 die Nachrichtensendung Aktuelle Kamera? Um 20 Uhr. Singapur gehörte einst zu welchem europäischen Staat? England. Ja, wachsen Kartoffeln? 4.000 Euro, mein Lieber. Ja. Wobei, ich muss als Schiedsrichter, ich befürchte, ich muss dir die 500 Euro für London abziehen, weil die haben mehrere Stadien und in Wembley war es. Ja. Ne? Sind wir d'accord? Ja. Ansonsten gebe ich es nochmal an den Oberschiedsrichter, aber wenn wir uns so auf 3,5 einigen, ist trotzdem eine gute Startrunde, oder? Ja, ein guter Start. Ja, hast du dich auch wohlgefühlt, oder? Alles easy. Mit Wohlfühlen ist jetzt vorbei, weil jetzt kommt einer. Ja. Wen hättest du gerne? Es ist mir eigentlich wirklich egal. Ja, die sind alle so gut. Klingt schon fast resignativ. Nein, es ist mir also, so egal. Herr Dr. Kinne, vielleicht habe ich Glück. Wir gucken mal, ob er dabei ist. Schauen wir mal. Also, hinter der Bühne lauert schon mal der Ex-Bibliothekar Klaus-Otto Nagorsnik, stets freundlich, leger, wie seine neuen Leinenanzüge, in denen er euch leider häufig wegbügelt. Da ist Manuel Hobiger, der Vulkan, der Schmunzler unter den Quizern, vermutlich, weil bei ihm keiner was zu lachen hat. Ja. Oh, und da ist noch der Quizgott, Sebastian Jacobi, der erzählt ja gerne mal einen Witz. Die meisten kennst du aus deiner Kindergartenzeit. Einer von den drei, da ist kein Dr. Kinne. Ja, das ist nicht zu unterschätzen, Herr Jacobi. Nee, das ist nicht nachweislich nicht. Mal schauen, wen wir haben heute als Gegner. Hier kommt der Jäger. Wir begrüßen den Quizvulkan. Guten Abend, Herr Hobiger. Guten Abend, Herr Bommes. Geht's Ihnen gut? Doch, ja. Ja, Lust auf einen schönen Abend hier mit sehr netter, sympathischer Runde. Ja. Thomas ist der Erste. Hallo, Thomas. Kommt mit 3.500 Euro an den Tisch. Ist Sportler, also Wettkämpfer. Ich könnte mir Risiko vorstellen, aber Sie machen die Angebote.
Ja, kommt aufs Angebot an. Unten liegen 1.500 Euro. Mhm. Lassen Sie mich raten. Oben 15.000? Ja. Oh, guck mal, so geht's direkt los hier. Was machst du? Bleiben? Also, okay. Ja, wir bleiben. Erstmal bleiben? Wir bleiben. Gut, 3.500 ist ja auch hoch anständig. Wir spielen um 3.500 Euro. Erste Runde des Abends und die Jagd beginnt. Hier kommt die erste Frage. Auf geht's, Thomas. Welche Country-Legende hatte 22 Nummer-1-Hits und verstarb im März 2020 mit 81 Jahren? A. Willie Nelson, B. Kenny Rogers oder C. Johnny Cash? Was hast du genommen? Ich habe A. Willie Nelson genommen. Ausschlussverfahren gemacht? Ich bin mir nicht sicher, ganz Johnny ehrlich. Johnny Cash ist länger tot, ne? Oder? Das ist ja so deutlich. Ja, ja, deswegen hast du 50-50 Chance. Aber wer ist es denn? Ist es Willie Nelson? Nee, geht los mit Kenny Rogers. Was sagt der Jäger? So, wir spielen schnell weiter. Okay. Thomas, jetzt geht's los für dich bitte. Und hier kommt die nächste Frage. Was unterliegt nicht der Eichpflicht? A. Gaszähler, Taschenrechner oder Metzgerwaage? Gaszähler, Taschenrechner, Metzgerwaage. Was hast du genommen? Ich habe B, den Taschenrechner genommen. Metzgerwaage, klar. Waage ist so. Gaszähler auch. Gaszähler, ja. Was ist richtig? So, jetzt geht's los für dich. Gut, erster Schritt. Und was sagt der Jäger? Tja. Ja, klares Ja. Weiter geht's. Nächste Frage kommt. Welcher Nation gelang 2021 in Tokio ein Doppelsieg beim Diskuswerfen der Männer? War das A. Österreich, B. Slowenien oder C. Schweden? Hast du geguckt oder kannst du dich erinnern oder irgendwas? Ich habe einiges geguckt, aber das ist nicht hängen geblieben. Aber ich habe C. Schweden genommen. Wären es die Harting-Brüder gewesen, dann hättest du es gewusst wahrscheinlich. Ja? Was ist die richtige Antwort? Waren es die Schweden? Das ist absolut richtig, super. Ja. Und die Antwort des Jägers ist Österreich. Ja. Na. Diskus habe ich nicht geguckt. Na, sehr schön. Guck mal, hast du den Vorsprung wiederhergestellt? Du brauchst noch drei richtige. Nächste kommt. Mit einem Verkehrsflugzeug kollidierte 1973 in einer Vogelflugrekordhöhe von 11.274 Metern ein A. Rüppelgeier, Rowday oder Rowday Adler oder Flegelfalke. Ich gebe dir einen Tipp, zwei gibt's nicht. Rüppel, Rowdy oder Flegel. Was hast du genommen? Ja, ich habe B, den Adler genommen, aber Rowdy, Rowdy? Rowdy Adler. Rüppel, Rüppel, Flegel. Was ist richtig? Der klingt irgendwie. Nee, es ist Rüppel. Was sagt der Jäger? Der Geier da oben. Ach. Da macht es natürlich schon Sinn. Was so hoch fliegt, muss ja ein Rowdy sein, aber. Aber Rüppelgeier, was ist das für eine bestimmte Art? Halt noch irgendjemand benannt, der so hieß. Ach so, nur das ist ja einfach. Ja, wenn man es weiß. Das hätten wir uns auch denken können. Okay. Hier kommt die nächste. Mach doch immer so diesen Abstand. Er mal einen, du mal einen und irgendwann bist du im Ziel. Was bezeichnet ein Rinderhackfleisch, das mit Zwiebeln, Gewürzen und rohem Ei angemacht wird? A. Tartar. Ah, gut. Wie schreibst du Tartar? Tartar, Tartar oder Tartar? Schon oft bestellt? Ohne, ja, auch schon gegessen natürlich. Aber ohne es richtig durchzulesen auf der Speisekarte? Ich denke mal, es ist B, der Tartar. Tartar. Mit ohne R in der Mitte. Ja. Was ist die richtige Antwort? Ja, super. Genau richtig. Was sagt der Jäger? Schritt für Thomas. Oh. Ja. Das überrascht mich jetzt. Hab mich vom Volk der Tataren. Vulkan schreiben sie schon mit V, ne? Nicht mit W, ne? Ja. Nur zum Abgleich. Okay. Zwei noch. Ja. Zwei mit Z. Was kommt als nächstes? Was für eine Art Stein ist ein Steatit oder Steatit? Ein Speckstein, Marmorstein oder Quarzstein? Steatit.
Was hast du genommen? C, Quarz. Quarz. Ist es richtig? Nö, Speckstein. Was sagt der Jäger? Ist auch unfair, ist ja der Steinesammler. Ja, ja. Ja, ja. Noch zwei. Und hier kommt die nächste Frage. Zum 1. Januar welches Jahres wurde mit dem Paragraph 103 Strafgesetzbuch der Tatbestand der Majestätsbeleidigung in Deutschland abgeschafft? Hey, hey, hey. A. 1918, 1968 oder 2018? Könnte dir einen Tipp geben, jetzt hilft er dir nicht mehr. Hm? Er wurde abgeschafft, als Herr Jacobi zu mir mal, was hat er gesagt, singende Spottdrossel aus Kiel gesagt hat oder so. Welche Jahreszahl hast du genommen? Ich habe 1968 genommen. Na, ich glaube, es war vor 3 Jahren. Was ist die richtige Antwort? So spät. 2018, ja. Was sagt der Jäger? Seine Majestät Herr Robiger. Mhm. Jetzt ist er da. Oh, ja. Ja. Böhmermann hat dazu beigetragen, ne? Das war das Schmähgedicht oder Diskussion ums Schmähgedicht mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. So. Zwei noch, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt hier, glaube ich. Ne? Ja. Jetzt machst du bitte richtig, komm. Nur 2% der Weltbevölkerung haben was? A. Braune Haare, blonde Haare oder schwarze Haare? Mhm. Auch so ein bisschen Ironie des Abends, dass du die Frage kriegst, ne? Ja. Mit Haaren kenne ich mich wirklich aus. Aber ich habe die blonden Haare nie. Blonde Haare nie. Braun und Schwarz haben mehr, meinst du? Ja, seid ihr dabei? Gut. Dann ist es der Untergang gemeinsam, falls es soweit ist. Aber es sollte hoffentlich B sein. Blonde Haare? Ja, bitte. Prima. So, okay. Matchball. Was sagt der Jäger? Ja. Er sagt ja, wie immer. Schade. Guck mal, kannst jetzt ins Finale gehen. Eine noch. Welcher Berliner Liedermacher schrieb 2020 den Song Zusammenhalten? A. Paul Lyrik. B. Nico Novelle. Oder C. Max Prosa. Ich denke, ich habe C, Max Prosa, schon mal gehört. Ja? Ja. Ja? Hätten wir auch genommen. Haben Sie es gewusst? Das verrate ich nicht. Wollte Sie auch nicht aufwecken. Wenn es Max Prosa gibt, weil die anderen scheinen ja zusammengebaut zu sein, ne? Dann bist du im Finale, Thomas, nach dramatischem Spiel hier mit 3.500 €. Ja, Gott sei Dank. Sehr gut. Max Prosa. Yes. Ihr bleibt zusammen und Katja kommt nach vorne. Gut, Thomas. So, Katja, einmal durchatmen. Thomas haben wir schon durch hier. Ja, gut gemacht. Du arbeitest bei der Arbeitsagentur, sagst genau, du? Genau, bei der Agentur für Arbeit, ja. Wo? In Mannheim. In Mannheim, okay. Ja. Und 3.500 machst du auch jetzt? Ja, so angepeilt. Mal gucken. Das ist doch gut. Sollen wir direkt loslegen? Ja. Ja, komm, einmal durchatmen und die Zeit für dich startet jetzt. Ist man für andere ein Hindernis, kommt man einem redensartlich in die? Quere. An der Küste welches Meeres liegt die französische Stadt Montpellier? Weiß ich nicht. Mittelmeer. In welcher Großstadt an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden wurde Armin Laschet geboren? Weiß ich nicht. Aachen. Shine a Light heißt Martin Scorseses Konzertfilm über welche Band? Deep Purple. Rolling Stones. Joan K. Rowling veröffentlichte 2020 unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith den Roman Böses? Blut? Ja. Durch welche Handarbeit werden Kleidungsstücke im 2021 angesagten Crochet-Look hergestellt? Stricken. Häkeln. Seit welchem Jahrzehnt kann man sich die Augen lasern lassen? 1980er. Ja. Julian Herbert Volke ist seit 2021 der jüngste Sprössling von Prinz Karl Philipp und welcher Prinzessin? Maxima. Sophia. Bei Flugreisen unterscheidet man zwischen Linienflügen und? Langstrecken? Charter. DTH lautet die Abkürzung für welche in die Jahre gekommene Punkrock-Band? Die Toten Hosen. Ja, das Vicuña lebt in den Anden und ist wohl ein Kamel. 2.000 €, sehr gut. Danke. Ja, sollen wir ihn holen? Ja. Magst du ihn, Hobiger? Ja, der ist nett. Ja, so still, ne? Vor Jacobi habe ich ein bisschen Angst, aber er ist... Zu Recht. Oh, genau. Hier kommt der Jäger.
So, Herr Hobiger, zweite Runde. 1-0 für uns. Nervenstärke von Thomas. Und jetzt ist Katja da mit. Hallo, Katja. 2000 Euro. Und wir sind gespannt zu hören, wie es weitergehen könnte. Ja, unten streichen wir einfach mal eine Null weg, 200 Euro. Mhm. Oben eine ran. Nee, oben legen wir die 15.000 von vorhin dazu, dann kommen wir auf 17.000. Okay, ist auch eine Rechnung. Was machen wir, Katja? Schon zocken oder noch nicht? Nee, ich bleibe. 2000? Ja. Nehmen wir 2000 Euro und die Jagd beginnt. Es geht los. Viel Erfolg. Erste Frage ist diese hier. Der Klimawandel ist ein natürliches Phänomen. Das glaubten laut einer Umfrage der Uni Stuttgart 2017 noch. Wie viele Prozent der Deutschen? A. 1%, 7% oder 16%? Wir sind ja sehr klimabewusst und recyceln die Antworten. Wir nehmen A, B und C häufig auch für Fragen nach der Mehrwertsteuer. Was hast du genommen? Ich habe C, 16%. 16%, ist das richtig? Das ist gut, schöner Start für dich. Was sagt der Jäger? Auch, ne? Ja. Ja, naja, müssen nicht sprechen. Hier kommt die nächste Frage. Wer bekam den Literaturnobelpreis, weil er in munterschwarzen Fabeln das vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet hat? A. Bob Dylan, Peter Handke oder Günter Grass? In Fabeln die Geschichte erklärt. Wen hast du genommen? Ich habe C, Günter Grass. Günter Grass, ist das richtig? Wahrscheinlich nicht. Das ist doch gut. Nächste Stufe. Was sagt der Jäger? Bob Dylan. Hier kommt die nächste Frage. Ja. Mit Freude nehmen wir den größeren Abstand zur Kenntnis. Konrad Adenauer bildete 1949 die erste Koalition auf Bundesebene mit den Parteien CDU, CSU, FDP sowie der A. Deutschen Partei, B. Zentrumspartei oder C. Aufbauvereinigung. Was hast du genommen? Ah, die Deutsche Partei. Aber was ist richtig? Zeitdruck. Das war die Deutsche Partei. Super. Nächster Schritt für dich. Und was sagt der Jäger? Ja, DP. DP. So sieht's aus. Nur noch zwei. Katja, es läuft doch richtig gut. Ja. Prima. Und du hast dir Sorgen gemacht. Völlig unnötig. Also bislang. Warten wir es ab. Wir warten es ab. Was ist ein gesegnetes Alter für ein Pferd? Guck mal, nach den Toten Hosen in die Jahre gekommen, haben wir jetzt gesegnete alte Pferde hier. Was ist denn los? 16, 26 oder 56 Jahre? Kennst du dich mit Pferden aus? Leider kein Pferdemädchen. Pferdesport, Pferdebesitzer hier. Also ich habe jetzt B26 Jahre geraten, so die goldene Mitte. Und was heißt denn gesegnetes Alter? Dann macht's nichts mehr, sondern steht nur noch rum? Das ist vielleicht älter, als es werden sollte, so habe ich das jetzt gedeutet. Was ist die richtige Antwort? Läuft doch super hier alles. 26 Jahre. Was sagt der Jäger? Weil mit 56 wär dann natürlich immer noch ein gesegnetes Alter. Ab wann ist es, ne? Aber ja, gut. Matchbälle. Kann ich gar nicht zählen, so viele Matchbälle hast du hier. Schade um die 17.000 Euro. Ich hätte zocken können. Ja, hätte. Was wurde 1903 in München gegründet, Katja? A. Der ADAC, das DRK oder das IOC? Kennst du alle Abkürzungen? Die ersten beiden kenne ich. Das dritte ist das Internationale Olympische Komitee. Ja, ich habe DRK geraten. DRK, das Deutsche Rote Kreuz? Ja. Ist das richtig? Dann bist du hier so durchgeschnurrt. Nee, ADAC. So, was sagt der Jäger? Ja, IOC natürlich vor 1896. Genau. Das Deutsche Rote Kreuz weiß ich jetzt nicht, aber das Rote Kreuz insgesamt irgendwann in den 1850ern. ADAC also, in München, ja. ADAC. Und da, hätten Sie es auch so gewusst, ADAC München 1903, oder haben Sie Ausschlussverfahren gemacht? Ich habe mir das gedacht, bevor die Antworten kamen, das müsste ADAC sein. Machen wir jetzt mit dem nächsten Matchball bitte das Ding fertig.
Wie viele Suchanfragen werden weltweit täglich in Online-Suchmaschinen gestellt? A. Etwa 500 Millionen. B. Knapp 2 Milliarden. Oder C. Über 5 Milliarden. Da war die Pferdefrage noch ein bisschen vorstellbarer, ne? Oder? Ja. Boah. Weltweit jeden Tag. Wie viele? Ich habe die goldene Mitte, knapp 2 Milliarden genommen. Ich weiß, gibt es da nicht die Regel, entweder das meiste nehmen oder das absurdeste? Nee, was machen Sie da immer? 2 Milliarden. Das ist eine gute Frage, was man da, ja. Irgendwas wird es schon sein. Was ist die richtige Antwort? 2 Milliarden? Nee, über 5. Was sagt der Jäger? Na, das ist die Taktik, dann das Höchste zu nehmen. Ich hoffe, wir haben hier nichts verunkt, aber noch ist alles in Ordnung. Aber jetzt gehst du mit ins Finale. Hast du mich verstanden? Okay. Eine Feinstrumpfhose mit einem DEN oder DEN-Wert über 60 gilt als A. Transparent, semi-blickdicht oder blickdicht. Da warst du schnell. Ich habe blickdicht genommen. 60 ist schon hoch. 60 ist hoch? Ja. Was ist? Ja, ich würde sagen, die ist blickdicht. Die blickdichte Feinstrumpfhose hat die diesen Wert über 60. Dann ist Katja im Finale. Das ist super. Sehr gut. Bisschen verzögert noch, aber jetzt haben wir es da. Wir sind bei 5.500 Euro. Alexander, komm. So, Katja und Thomas haben wir schon durch. Alexander, herzlich willkommen nochmal. Servus. Was machst du beruflich? Ich bin Wirtschaftsinformatiker. Okay. Also IT. Legen wir los, oder? Ja. Ja? Dann starten wir deine 60 Sekunden ab jetzt. Wie viele Vokale enthält das Wort Bio-Eier? 4. 5. Welches Bundesland hat die höchste Bevölkerungsdichte? NRW. Berlin. Welcher Torwart war der einzige, der bei einer Fußball-WM mit dem goldenen Ball ausgezeichnet wurde? Manuel Neuer. Oliver Kahn. Runde die Zahl 5.647 auf 100er. Weiter. 5.600. Jedes Pixel eines digitalen Bildes ist durch wie viele Grundfarben definiert? 3. Welche US-Metropole erreicht man, wenn man auf dem Flughafen LAX landet? Los Angeles. Ja. Was dient in Kinderaugen laut Sage dem Einschlafen? Weiter. Sand. Hinter der Abkürzung BAFA steckt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr? Weiter. Kontrolle. Die Theologie welcher Konfession lehrte Martin Luther ab 1512 Evangelium. An der Uni in Wittenberg? Katholisch. Zu welchen Himmelskörpern zählen Vega und Capella? Monde. Sterne. Wer wurde der Nachfolger von Fußballtrainer Peter Bosch bei Bayer Leverkusen? Weiter. Hannes Wolf. Welcher Vokal steht auf der Querztastatur direkt rechts neben dem Z? Weiter. Sind 1.000 Euro. Ah, das war aber auch, also es ging gleich mit 5 Vokalen los. Du. Das war auch mies. Ich stand leicht auf dem Schlauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, aber so viel, also geschenkt war da nichts. Ne? Also hast dich tapfer durchgekämpft, sagen wir es mal so. Ging besser, ging aber auch schlechter. Du, 1.000 Euro ist absolut in Ordnung. Passabel, wie du sagst. Außerdem hast du die Möglichkeit zu zocken jetzt möglicherweise. Ja. Er macht ja ganz gute Angebote, ne? 15, 17, vielleicht geht er noch ein bisschen hoch jetzt. Wir probieren es. Okay, hier kommt der Jäger. So, Herr Hobiger, Runde 3 mit und gegen Alexander aus München. Hallo Alexander. Servus. Mit 1.000 Euro nach einer harten Schnellraterunde hier etwas abgekämpft angekommen. Aber mal gucken, was Sie jetzt draus machen. Haben Sie ja alle Möglichkeiten. Ja, ich sehe jetzt hier den doppelten Alexander vor mir. Ja, ja, wir werden unterschiedlich geschrieben, wie ich las. Ja. Und ich habe mal wieder den Würfel ausgepackt. Mhm. 1 Euro. 1 Euro, da haben Sie niedrig gewürfelt. Und oben? Oben... Kommen jetzt nochmal die 17.000 von gerade eben dazu, 18.000. 18 schon, siehst du? Nehmen wir. Okay. Nehmen wir. Sehr schön. Das finde ich eine absolut richtige Entscheidung. Und die Jagd beginnt. 6 richtige, einen nach dem anderen. Und hier geht's los. Welches Element gilt als das seltenste auf der Erde? A. Tantal. Dysprosium oder Astat? Kennst du diese 3 Elemente? Ich glaube, nein. Schön. Ich habe jetzt einfach ein bisschen aufs Bauchgefühl gehört. Also ich habe jetzt C-Astat genommen. Astat, ist das richtig? Das ist ein sehr schöner Start.
18.000 Euro wandern. Was sagt der Jäger? Oh. Ja, ich hatte ein anderes Bauchgefühl. Mein Bauch ist größer. Bleiben Sie bei dem Bauchgefühl. Hier kommt die nächste Frage. Wir haben zwei Patzer. In einer Wohnung mit etlichen Einrichtungsgegenständen befindet sich viel A. Mobiliar, Mobiliar oder Mobilar. Wieder hatten wir doch schon eine Rechtschreibfrage, hatte. Tata. Was hast du genommen? Ich habe A, Mobiliar genommen. Ich hoffe, mein Französischlehrer wird nicht sauer auf mich sein. Was ist die richtige Antwort? Absolut richtig. Erster Blick ist häufig der beste bei diesen Fragen. Was sagt der Jäger? Eine Wohnung mit viel Einrichtungsgegenständen kenne ich mich wieder aus. Ist das so? Haben Sie so viel zu Hause stehen? Oder? Ja, alles steht voll. Alles voll? Ja. Hier kommt die nächste. Sammler. Sammler, okay. Steine und Eichhörnchen. Welche Rennsportlegende trägt den Spitznamen Striezel? A. Walter Röhrl, Hans-Joachim Stuck oder Klaus Ludwig? Wer ist der Striezel? Wen hast du genommen? Ich habe jetzt einfach Klaus Ludwig Ziel genommen, weil er ist der Einzige, der mir überhaupt irgendwas sagt. Okay, ist das die richtige Antwort? Hans-Joachim Stuck ist es. Was sagt der Jäger? Ja, in der Kombination Striezel-Stuck. So, nächste kommt. Immer noch ein Patzer frei. An einem gemütlichen Weinabend zitiert man bisweilen Horaz mit den Worten Nunc est A. Bibendum, Jocus Maximus oder Veritas in Vino. C. Veritas in Vino. Horaz mit den Worten Nunc est, naja, in Vino Veritas ist ja eigentlich der Ausdruck, ne? Was ist die richtige Antwort? Ja. Nunc est bibendum. Übersetzung kommt von Hobbylateiner Manuel H. aus H. Ich habe sehr lange Latein gehabt. Ja, nun ist die Zeit zum Trinken. Genau. So, jetzt sind wir bei der Patzer sind weg Situation. Jetzt ist es 1:1 um alles. Ja. Weiter geht's. Wo bekommt man beim Wandern sicher keinen Steinbock zu Gesicht? A. In den Schweizer Alpen, in den Rocky Mountains oder im Kaukasus? Was nimmst du? Ich habe C, Kaukasus genommen. Wir brauchen C, Kaukasus. Könnte schon sehr wichtig sein jetzt. Nee, dann sind wir tatsächlich bei den Rockies. Und was sagt der Jäger? In Schweizer Alpen habe ich schon welche gesehen. Schade, Alexander. Aber absolut richtig finde ich, die 18 zu versuchen. Vielen Dank. Und Elke, jetzt bist du noch dran. Komm. So, Elke, jetzt haben wir einen kleinen Verlust hier zu verzeichnen. Leider. Aber bei den 1.000 war es, glaube ich, auch mit euch ja genau abgesprochen, auf die 18 zu gehen. Ne? Dann. Ja, wir hatten das so ein bisschen so überlegt. Na, guck mal, und dich haben wir ja noch, 5,5 haben wir schon. Dreierfinale wäre schon toll, ne? Ja, wäre nicht schlecht. Ich gebe mir ganz große Mühe. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Wo kommst du her? Aus Essen. Aus Essen. Ah, prima. So, eine Minute für dich auch. Ja. Und deine Zeit startet jetzt. Ein Nummer-1-Hit mit Polonaise Blankenese hatte der 2020 verstorbene Gottlieb. Wendehals. Welche Nutzinsekten werden im bürgerlichen Gesetzbuch erwähnt? Bienen. Welches Wort klingt nach flüchtigem Saubermachen, bezeichnet aber Gerede ohne klare Aussage? Weiter. Wischiwaschi. Welcher Roman von Erich Maria Remarque heißt wie das Gegenteil von Im Osten viel Altes? Ist Weißblech magnetisch? Nein. Ja. In welcher Stadt spielt die Léhar-Operette Die lustige Witwe? Wien. Paris. Weiß jemand bei einem Vortrag nicht weiter, verliert er redensartlich welches Nähutensil? Weiter. Den Faden. In welchem Jahrzehnt wurde die Kunstmesse Art Basel gegründet? 90er. 70er. Welches Ministerium übernahm Deb Haaland innerhalb der US-Regierung unter Joe Biden? Verteidigen. Innen ist in der Sprachwissenschaft das Diminutiv die Verkleinerungs- oder Vergrößerungsform? Die Verkleinerung. Ja, 2020 erhielt den Georg-Büchner-Preis die Autorin Elke. Heidenreich? Erb. Welche Milch hat einen höheren Cholesterinwert? 2000, guck mal, alles in Ordnung. Wir können auf 7,5 kommen oder du. Oder du. Oder ich. Ja. Oder du. Hier kommt der Jäger.
So, Herr Hobiger, einmal noch 1-1 gegen Elke aus Rüttenscheid in Essen. Ja, Essen-Rüttenscheid. Und Ausgangssumme ist 2.000 Euro. Ja. Sie haben jetzt nochmal die Lockchance auch nach oben gleich. Also die Lockchance nach unten natürlich, das möchte ich nicht. Deswegen unten Würfel wieder? Minus 500. Och Gott, ja. Haben Sie doch gar nicht nötig. Nach oben dafür eine Summe, die sie vielleicht magnetisch anzieht. Wie Weißblech. 20.000 Euro. 20, ich habe mir das gedacht, dass die noch kommt heute, die 20. Ich bleib. Du bleibst. Ich bleib. Kurz umgedreht, zweimal so gekriegt. Wir möchten gerne 3 im Finale haben. Dann bleibst du. 2.000 Euro, die Jagd beginnt. So, 5 richtige, Elke. Es geht los. Was benutzt man beim Backen? A. Zuchtbeutel, Dressiersack oder Zähmungstüte? Hm. Was ist es? B, der Dressiersack. Was ist das? Um Torten zu verzieren, sowas. Dressieren, denke ich. Okay, ist das richtig? Ja, absolut richtig. Erster Schritt. Was sagt Hobbybäcker Manuel Hobiger? Das hat er auch. Ja. Also so ein Spitzbeutel. Ja, genau, wo man Torten mit verziert. Ja. Na prima. Hier kommt die nächste Frage. Guter Start. Wen würdigte Theaterregisseur Klaus Peymann als großen Clown, Komiker, grandiosen Entertainer und Anarchisten? A. Harpe Kerkeling, Didi Hallervorden oder Harald Juhnke? Da ist jetzt die Frage, passt es mit den Bezeichnungen wirklich zu allen dreien oder hast du einen rausgenommen? Also ich habe den Harald Juhnke genommen, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Ich hätte tatsächlich von den Clown, Komiker, Entertainer, Anarchist, ich hätte Harpe Kerkeling irgendwie rausgedacht. Ja, der ist es jetzt möglicherweise. Ich hätte aber auch zwischen Didi Hallervorden und Harald Juhnke entschieden. Was ist die richtige Antwort? Ja, und es ist tatsächlich Harald Juhnke. Sehr gut, Elke. Was sagt der Jäger? Der hat die Diagramme genommen. Okay. Dann machen wir schnell weiter. Nächste kommt. Welche Fernsehshow feierte am 15. Mai 2021 mit Johannes B. Kerner als Moderator ihren 50. Geburtstag? A. Ruckzuck, B. Dalli Dalli oder C. Zack Zack? Naja. So. Ich habe A genommen. Ruckzuck. Ruckzuck. Oder ist das Zack Zack? Ich glaube, dass also Ruckzuck war überragend damals. Kennst du es noch? Ich kenne das nicht. Ach so, kennt ihr noch Ruckzuck damals? Ich kenne nur Dalli Dalli von denen. Das ist so von hinten immer klopfen, die nahmen die Kopfhörer auf und dann schrien die sich an, du musstest Worte beschreiben. Ne? Durftest aber die Sachen nicht doppelt. Dann kam immer von oben, ah, Zahnbürste kam doppelt. Kenne ich überhaupt nicht, ich kenne nur die Mitte. Ja genau, die ist es, glaube ich. Ja, Dalli Dalli doch gewesen. Gab doch eine große Gala, oder? Für Dalli Dalli im Mai? Ja, ja. Ja genau, was sagt der Jäger? Ja. Oder? Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hatte immer so Kopfhörer auf bei der Arbeit und wenn ich was von ihm wollte, musste ich immer so von hinten hin und drauf drücken, kam immer wie bei Ruckzuck vor. Das war super damals. Ich fand die richtig klasse, die Sendung. Gab es, glaube ich, auf Tele 5. Und danach kam Stadtland Fluss mit Viktor Worms. Hier kommt die nächste Frage. In welcher Stadt nahmen Soul-Musiker in den Studios des legendären Labels Stax Records ihre Platten auf? In Memphis, Nashville oder Seattle? Soul? Ja, Soul Memphis ist das? Und Nashville ist... Ja, ich habe Seattle genommen. Ja, weil Memphis, Tennessee, Nashville ist ja eher so Country auch und alles. Vielleicht ist Soul eher Seattle. Aber ich habe da das... Was ist richtig? Nicht. Nee, es ist dann doch Memphis. Was sagt der das Jäger? Das weiß er. Ja. Ah. Nashville war auch Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, auch. Genau. Nächste kommt, er nähert sich, Elke, aber noch nicht bedrohlich. Die Eltern welcher Märchenheldin leben im Hinterhaus mit Blick auf einen prächtigen, von einer Mauer umgebenen Garten? Die Eltern von Dornröschen, von Aschenputtel oder Rapunzel? Na? C. Rapunzel. Lass dein Haar herunter, ist es richtig? Super, die haben wir gebraucht. Nächster Schritt, was sagt der Jäger?
hat er auch. Und jetzt kommt blondes, braunes oder schwarzes Haar, Rapunzel? Gehört sie zu den 2% blond? Hier kommt die nächste Frage. Wie heißt das älteste Bürgerhaus Wismars? A. Alter Schwede, B. Mein lieber Schwan oder C. Donnerlittchen? Ja, was nimmst du? Mein lieber Schwan. Ja, oh, das weiß ich nicht. Ja, Alter ist das Schwede so? Könnte auch sein. Alter Schwede, oder? Weiß ich nicht. Ja. Ja. Das weiß, glaube ich, Herr Hobiger, oder leitet das ab? Ja. Ja, war ja auch schwedisch früher. Ja, ja. Habe ich auch einen Moment dran gedacht und dann hatte ich aber falsch. Mach nichts. Du hast noch zwei Möglichkeiten hier, die du jetzt bitte auch hintereinander nutzt. Worauf geht die Bezeichnung Altweibersommer für die letzten warmen, sonnigen Tage im September zurück? A. Auf Rabenfedern, B. Hexenhaare oder C. Spinnenfäden? Das ist ja spannend. Kennst du? Spinnenfäden. Auf Spinnenfäden? Fäden? Wieso? Also was ist die Geschichte? Weil im Altweibersommer, da hat man doch oft das Gefühl, man hat so Spinnweben, wenn man durch den Wald oder so geht, im Gesicht, dass sie die Spinnen, die tatsächlich weben. Ach, ich meine, dass es daher kommt. Dann nehmen wir Spinnenfäden und freuen uns darüber. Und was sagt der Jäger? Auch. Ja. Die wehen dann so durch die Luft. Ja, das. Man hat oft das Gefühl, man muss so machen. Jetzt machst du hoffentlich gleich so, ja, indem du jetzt auch eine richtige Antwort gibst. Dann hast du es nämlich nervenstark durchgespielt hier, Ecke. Wobei spielen Stemmbögen eine wichtige Rolle? A. Mauern, Skifahren oder beim Anpflanzen? Jetzt beim warst du Skifahren. Beim Skifahren? Ja. Stemmbögen, Schwünge, Bögen, Stemmbögen. Denke ich. Sich einstemmen und dann... Hm. Ist das richtig? Bravo! Finale! Die Taktik ist aufgegangen. Zocken wäre weg gewesen. Sehr gut. Dreierfinale. So, Finalzeit bei Gefragt Gejagt. Ein Dreierfinale. 7.500 Euro. Es war gut, Elke, dass du gerade genau diese Taktik genommen hast und dich mit den 2.000 begnügt hast quasi. Jetzt 2 Minuten für euch. Ich hoffe, dass ihr gute Absprache habt, wer auch weiter drückt etc. Und dann gebt ihr mir viele richtige Antworten, damit wir gleich einen guten Vorsprung haben. Seid ihr bereit? Ja. Dann startet eure Zeit jetzt. An welchem Fluss lebt fast die gesamte Bevölkerung Ägyptens? Nil. Für welche violett blühende Pflanze ist die Provence berühmt? Lavendel. Mit wie vielen Buchstaben schrieben die Römer die Zahl 9? 2. Was gilt als das vierthöchste deutsche Staatsamt? Weiter. Welche Farbe hat Ruß? Schwarz. Das Mädchen Carina war in den 60er Jahren ein Nummer-1-Hit. Von welchem Roy? Black. Welchen Täuschungsversuch beim Fußball nennt man im Englischen Diving? Malbe. Aus welchem westafrikanischen Land kommen Autos mit dem Kfz-Länderkennzeichen CI? Elfenbeinküste. Welches Insekt heißt im Englischen Wasp? Wespe. Der Zeichner Maurice de Bevere alias Maurice erfand welchen Comic-Cowboy? Lucky Luke. Welcher Karl malte im 19. Jahrhundert das berühmte Gemälde Der abgefangene Liebesbrief? Spitzweg. Welcher Planet rast mit etwa 107.000 km/h durchs All? Der Hallische Komet. Wer konnte als einzige Deutsche ein Wimbledon-Finale gegen Martina Navratilova gewinnen? Steffi Graf. Welcher Heilige wird meist mit dem Jesuskind auf seinen Schultern dargestellt? Weiter. Über welche Landeshauptstadt erhebt sich die Zitadelle Petersburg? St. Petersburg. Welcher Film mit Mads Mikkelsen erhielt 2021 den Oscar als bester internationaler Film? Weiter. Wie wird ein größeres Bruchstück einer Glasscheibe genannt? Scherbe. In welchem fernöstlichen Reich lebte der Philosoph Laozi? China. Aus welchem Kontinent stammt die Papyruspflanze? Ägypten. Jean-Antoine Watteau gilt als einer der bedeutendsten Maler welcher Kunstepoche? Renaissance. Wie endet ein Fußballspiel, bei dem eine Mannschaft 2 Punkte verschenkt? Unentschieden. Ist jemand in trauriger Stimmung? Bläst er redensartlich? Trübsal. In welcher Stadt kam Johann Wolfgang von Goethe 1749 zur Welt? Frankfurt am Main. Was ist der erste Grundbegriff der Geometrie, von dem alles ausgeht? 18 Punkte habt ihr, Leute. Das ist eine richtig tolle Leistung. Zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger.
So, Herr Hobiger, sind Sie bereit für ein hoffentlich großes Finale? Eine 18 steht, das ist stark gewesen. Ja. Eine achtbare 18. Sehr achtbar. Ja, müssen Sie achtsam sein jetzt wahrscheinlich. Ja. Aber das ist das Gute, er muss jetzt ein bisschen Gas geben. Vielleicht, er kann nicht so lange überlegen. Ihr setzt ihn bitte zurück, falls er patzt oder nicht weiter weiß. Sollen wir? Ja. Ja, zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Es geht um 7.500 Euro für Elke, Katja und Thomas. Der Jäger ist Manuel Hobiger. Er braucht 18 richtige Antworten. Seine Zeit startet jetzt. Welches europäische Land hat 20 Vollkantone und 6 Halbkantone? Schweiz. Vor welchen ungebetenen tierischen Gästen sollen Bierfallen im Garten schützen? Wespen. Stopp die Uhr. Schnecken. 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 Richtig, damit starten wir nochmal neu. Ja. 1,50 für 18, die Zeit startet jetzt. Mit wie vielen Buchstaben schrieben die Römer die Zahl 7? 3. Welcher Rat erarbeitete das Grundgesetz? Der gesetzgebende Rat. Stopp die Uhr. Bundesrat. Oh, wie heißt der denn? Ich habe das auf der Zunge. Der Bundesrat? Der Bundesrat. Brauch jetzt die Antwort. Bundesrat? Nee. Mm-mm. Der parlamentarische Rat. Ach, erlösen wir dich, Elke. Vergessen? Ja. 1,39 für 17. Die Zeit, Herr Hobiger, startet jetzt. Welche Farbe hat die klassische Clownsnase? Rot. Mit Heitschi Bumbaitschi eroberte welcher Bub Platz 1 der deutschen Hitparade? Pause. Stopp die Uhr. Heintje. 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 Ja. Heintje. Heintje. Jawohl, sehr gut. 1,25 und es sind wieder 17. Die Zeit startet jetzt. Was wird im Fußball als Lupenrein bezeichnet, wenn es in einer Halbzeit Patrick. Passiert? Wie heißt der einzige afrikanische Staat, dessen Name mit D beginnt? Passe. Stopp die Uhr. Nächste Chance für Djibouti? Euch. Djibouti. Djibouti? Super. Das Djibouti. Ist hervorragend. Djibouti. Gibt ein paar mehr Staaten in Afrika. Einen haben Sie schon, Herr Hobiger. Mhm. 1,10 auf der Uhr. Die Zeit startet jetzt. Welche Insekten nennt man im Englischen Beetle? Käfer. Ein ausgesprochener Geizkragen ist welcher Bewohner Entenhausens? Dagobert Duck. Welcher Albrecht gilt als ein Wegbereiter Jürgen. Der Aquarell? Der Mond Umbriel umkreist welchen Planeten? Uranus. Welcher Deutsche wurde 1993 gegen Charles Williams Boxweltmeister im Halbschwergewicht? Henry Maske. Wessen Briefe gelten als älteste Schriften des Neuen Testaments? Paulus. Welche Landeshauptstadt präsentiert sich mit dem Beinamen Otto-Stadt? Magdeburg. Welcher Film erhielt 2021 den Oscar in der Kategorie Bester Animationsfilm? Passe. Stopp. Seid ihr Oscar-affin? Bester Animationsfilm? Ich hätte Soul gesagt, aber es wäre absolut geraten. Doch einfach. Brauche jetzt die Antwort? Soul. Soul, da ist er doch. Bravo, ganz stark, Katja. Super. Der kleine Lauf des Jägers, jäh gestoppt. Sie brauchen 11, Herr Hobiger. Die Zeit startet jetzt. Wie nennt man das sportliche Gehen in der Natur, oft mit Rucksack? Wandern. In welcher Weltreligion wird das Mahashivaratri-Fest gefeiert? Im Hinduismus. Auf welchem Kontinent leben die Languren? Afrika. Stopp! Asien. Asien? Asien. Asien. Ich weiß es nicht. In Asien. Jawohl, in Asien. Glatte 10 in 21 Sekunden. Die Zeit startet jetzt. Den tschechischen Künstler Alfons Mucha verbindet man mit welchem Kunststil? Jugendstil. Wie viele gelbe Karten ziehen in einem Spiel die rote Karte für einen Fußballer nach? 2. Wer für Ärger sorgt, ist redensartlich der Stein des? Anstoßes. In welcher Stadt werden die wichtigsten Manuskripte Goethes aufbewahrt? Frankfurt am Main. Stopp die Uhr! In Weimar. Jawohl, in Weimar. Den nehmt ihr euch auch noch. Einen noch, dann stoßt ihr ihn in die Einstelligkeit. 4 Sekunden, die Zeit startet jetzt. Durch welche Primzahl lässt sich keine ungerade Zahl teilen? 2. Welcher US? Herzlichen Glückwunsch zu eurem Sieg. Katja, Elke und Thomas gewinnen 7.500 Euro. Ja, da schlug natürlich genau das zu. Nicht. Haben sie gut gemacht, ja. Ja. Aber war auch jetzt nicht unbedingt spannend. Das können wir auch mal haben, gerne, mit einem Ausgang für euch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Habt ihr ganz toll gemacht. Vielen Dank fürs Spiel, Herr Hobiger. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Ich wünsche Ihnen guten Abend. Das war Gefragt gejagt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, Freunde. Aber ganz gut.